Das ist Harry. Und Harry ist nicht nur der schönste Mensch der Welt, nein, er sucht auch eine Frau im Ausland. Irgendwie geht das aber immer schief und am Ende ist er alleine. Trotzdem gibt es viele Frauen, die ihn attraktiv finden. Warum auch immer. Ich mag seinen Style. Der ist Reggae. Ich mag Bob Marley. Ehrlich, mein Herzschmerz ist fast vorbei. Hallo, ich bin Alex und dieses wundervolle Format mit Namen Amor unter Palmen kannst du übrigens immer auf ATV schauen. Ich packe dir natürlich einen Link in die Videobeschreibung und dann würde ich sagen, wir starten direkt wieder durch mit Harry, denn der ist nach seinem Beauty-Fiasko in der letzten Folge jetzt wieder zu Hause in Österreich und ganz, ganz doll traurig. Ich glaube, den braucht man mal Zeit nicht. Ich habe viele Tränen vergossen, das gehört ja zu meiner Mentalität dazu. Aber zukünftiger ist sicherlich zu sagen, dass man aus solchen Phasen eigentlich nur lernen kann und dass dann sowas nicht mehr passiert. Das stimmt. Und ich finde, lernen könnte ja in diesem Falle bedeuten, dass sich Harry einfach eine Frau in Österreich sucht. Das wäre ja naheliegend. Also tut er das natürlich nicht, sondern fliegt mit seinem Freund Albert wieder in den Urlaub. In ein Land, in dem Westeuropäer gerne ein bisschen Eiweiß und einige Euros lassen. Also fliegen die beiden nach Südostasien. Harry will sich erholen, Albert ihn verkuppeln. Fairerweise muss man aber sagen, zumindest Albert hat wirklich einen guten Grund dahin zu fliegen, denn da wohnt seine Freundin und das ist sogar eine echte Freundin. Also die gibt es sogar und die ist kein nigerianischer Goldprinz oder so. Und sie holt ihn sogar vom Flughafen ab. Verrückt. How are you, honey? I'm good. Long time no see. Yeah. I'm happy to see you. You look up, Pussy. Hi. Is this Mercy? Harry hat aber auch wirklich ein Talent für merkwürdige Begrüßungen und das wird dann ehrlich gesagt noch ein bisschen schlimmer, denn das Folgende, was er gleich sagt, ist das Erste, was er zu Mercy sagt. Und wie gesagt, die ist ja schon ein bisschen länger mit Albert zusammen und ich habe keine Ahnung, was er damit ausdrucken möchte, aber wahrscheinlich verarbeitet er immer noch das Beauty-Chaos. Now I'm reality. You're reality too. You're not a fake. Ja, diese arme Mercy, tut mir jetzt schon leid, dass sie Harry kennenlernen muss. Aber danach wird es noch ein bisschen komischer, denn die drei nehmen einen Willkommenstrunk ein. Und da erzählt Harry dann erstmal alles aus seinem Leben und was jetzt mit Beauty so falsch gelaufen ist. Und Mercy und Albert gucken genauso, wie ich mich fühle. Eine Mischung aus angewidert und gelangweilt. I'm a serious, honest man. I'm not deppert. I'm not stupid. But maybe I was stupid in some times. Ehrlich gesagt glaube ich persönlich ja schon, dass Harry still a bit of deppert ist. Aber gut, vielleicht gibt es ja trotzdem auf den Philippinen jetzt für Harry eine Möglichkeit, eine Frau zu finden. Denn das, was Mercy, die Freundin von Albert, gleich sagt, das gilt wohl interessanterweise für viele Philippiner. Hab ich so jetzt auch noch nicht gehört, aber wir müssen das natürlich erstmal hinnehmen. Ich mag keine Filipinos, denn ich bin selbst eine. Das ist ein Gefühl. Ich bevorzuge Männer aus anderen Ländern. Sie steht nicht auf Filipinos, weil sie selber eine ist. Das ist ja ehrlich gesagt eine etwas dünne Begründung, die hierzulande, glaube ich, auch als rassistisch gelten würde. Aber wisst ihr was, wir nehmen das jetzt trotzdem erstmal so hin. Und das muss man sagen, Mercy und Albert machen einen glücklichen Eindruck. Und Harry ist auch irgendwie glücklich. Was auch daran liegen könnte, dass er wieder mal betrunken ist. Ja, yeah, I'm happy. I'm happy if you're happy. And if he's happy, I'm better happy. Aber Alkohol macht natürlich manchmal ein bisschen euphorisch, aber es sorgt manchmal ebenfalls auch für ganz, ganz dolle Melancholie. Und die ergreift dann von Harry und er wünscht sich doch auch so sehr eine Frau an seiner Seite und seine Anforderungen sind doch auch gar nicht so hoch. Also klar, sie darf jetzt nur halb so alt sein wie er und sollte möglichst die Tochter eines Goldminenbesitzers sein. Aber ansonsten will er doch gar nicht viel. Das wird in Erfüllung gehen, auch bei mir. Das, was ich mir vorstelle. Aber gut, Ding braucht Weile, vielleicht etwas mehr und etwas mehr Lebenserfahrung. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, ob Harry damit ausdrücken möchte, dass alle Frauen der Welt mehr Lebenserfahrung brauchen, um ihn zu daten, oder er mehr Lebenserfahrung braucht, was in seinem Alter eine traurige Aussage über einen selbst ist. Aber wisst ihr was, ist auch egal. Albert möchte auf jeden Fall Harry unbedingt verkuppeln und deswegen geht er am nächsten Tag zu einem sehr vernünftigen Platz, wo man mal richtig durchgeknetet werden kann. Ja, das ist genau das, was du jetzt denkst. Harry, Mercy hat vorgeschlagen, dass wir in ein Spa gehen und ein bisschen Massage und vielleicht eine Fußpflege oder was.
Ist das okay? Massage ist nur okay, wenn nichts bei mir im unteren Bereich berührt wird. An sich eine respektable Aussage, allerdings wird Harry dann ungefähr 7 Sekunden später doch untenrum berührt. Fairerweise muss man aber sagen, zum einen von einem Mann und zum anderen wirklich nur bei einer Massage. Trotzdem an dieser Stelle lieber eine kleine Warnung. Solltest du heute schon was gegessen haben oder gestern oder vorgestern oder so, weiß ich nicht, ob du die nächsten Bilder sehen möchtest. Ja, ich bin schon vom Sport, vom Leistungssport damals gewöhnt. Ja? Nur das, was er da abzieht für Show, das ist schon perfekt. Ah, Harry war also mal Leistungssportler. Okay. Also wenn ich ihn mir heute so angucke, kann ich mir höchstens vorstellen, dass er Non-Sunbathing Extreme betreibt. Das kann ich mir nämlich die weißen Beine nicht erklären. Aber trotzdem ist er sehr, sehr glücklich und sieht auch leicht fertig aus. Aber da kann ich ihn ausnahmsweise mal in Schutz nehmen. Ich glaube, so kann man sich nach einer Massage schon mal fühlen. Harry sieht gleich richtig entspannt aus und geht direkt wieder auf die Pirsch. Und direkt meint wirklich direkt, denn er muss sowieso noch ein bisschen auf seinen Freund und Mercy warten. Deswegen flirtet er gleich mal mit der Empfangsdame im Spa. Und ehrlich gesagt finde ich, er macht das auf eine sehr aufdringliche Art und Weise. I had massage in Austria and in Germany. But this is... You can't forget this in Austria or Germany. Du Harry, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das der beste Flirtansatz ist. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es dir schon mal jemand gesagt hat. Aber halb durchgeschwitzt mit einem T-Shirt und einer Bierdose in der Hand, weiß ich jetzt auch nicht, ob du den allerbesten Eindruck machst. Aber ihm ist das komplett egal und er macht einfach genauso unangenehm weiter. So, you will come tomorrow again. Yes, sir. We're here. You're tomorrow here? Yes, I am here. Okay, I'm coming. Maybe he wants to take you out somewhere, you know? Jo. I'm very shy. Ja, aber bei aller Schüchternheit, die sich Harry dann einfach mit der Bierdose wegtrinkt, traut er sich dann am Ende doch noch zu fragen, ob die heiße junge Dame mit ihm ausgehen möchte. Und dann gibt's eine echte Überraschung. Also für Harry zumindest. So I have to work in a dermaklinik. You can come. Obblitzt. Oh, der Typ ist aber auch wirklich echt unangenehm, oder? Aber letztlich ist das gar kein Problem, denn er gabelt einfach an der nächsten Straßenkreuzung direkt die nächste Frau auf und so richtig wählerisch scheint er da auch nicht so zu sein und dann textet er die auch fleißig zu und auch die tut mir schon wieder ganz doll leid. Wahnsinn, what traffic is here. It's crazy city, really. But I'm not afraid. Only have to take care each other and quickly over the street. Ja, man sagt ja bei Frauen immer, dass man das Interesse ungefähr daran ablesen kann, wie rege die sich an einer Konversation beteiligen. Und wenn es danach geht, dann würde ich sagen, ist diese Frau auf der 10er-Skala an Harry ungefähr minus 10 hoch 182 interessiert. Ich glaube, so viele Atome gibt es gar nicht im Universum. Aber ist eigentlich auch egal. Harry will sie nämlich trotzdem rumkriegen. Zur Not einfach mit Geld. Help me to spend money. You take something for you and something for me. And I will pay. Das ist wirklich eine der unangenehmsten Anmachen, die ich je gehört habe, oder? Aber immerhin muss man sagen, die Frau, die glaube ich Gwen heißt, lässt sich dann am Ende doch darauf ein. Ich schätze mal nur, weil ein Kamerateam da ist und sie wahrscheinlich was gekauft haben möchte. Harry denkt allerdings wieder, er hat den Fang des Lebens gemacht. Auch wenn er gleichzeitig behauptet, dass es eigentlich gar nicht ernst meint. Und jetzt schauen wir halt einmal, dass man eine gewisse Vertrauensbasis aufbaut auf freundschaftliche Art und Weise. Aber es steckt von mir keine irgendwelche Absicht dahinter. Eine Vertrauensbasis, nachdem man sich an der Straßenkreuzung kennengelernt hat und jetzt gemeinsam T-Shirts kauft. Alles klar. Und dann bedrängt Harry die Frau wirklich aufs Äußerste. Und viele von euch haben ja unter dem ersten Video schon geschrieben, dass Harry sowas wie der österreichische Walter ist. Ehrlich gesagt finde ich Walter sogar ein bisschen sympathischer. You search one, two for you. Nice. You take a T-Shirt for you. For one for you, we are searching. Yeah. Schön, wie er sie anschreit. Aber danach lässt er sie dann immerhin erstmal gehen und spricht ein bisschen über sie. So wie über einen mittelungezogenen Hund, der gerade auf den Teppich gekackt hat. Sehr wohl erzogen, aber halt sehr schüchtern. Die muss man ein bisschen enteisen.
Boah, ist der Typ unangenehm. Aus irgendwelchen Gründen, die ich allerdings nicht ganz verstanden habe, gibt es dann am Abend tatsächlich noch ein Date mit der Gwen, beziehungsweise sogar ein Doppeldate mit Albert und seiner Frau Mercy. Und auch da lässt Albert natürlich überhaupt nichts anbrennen. Und er säuft übrigens schon wieder. Und das muss ich generell mal an dieser Stelle sagen. Und das fällt mir in den österreichischen Formaten noch ein bisschen härter auf als in den deutschen. Da saufen wirklich alle die ganze Zeit. Also, die vier Musketiere. You have to look in the eyes, if you're doing that. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, den Tag mit Harry zu verbringen muss wundervoll sein, weil der einfach einen random zwischendurch mal anschreit und einem Befehle gibt. Ganz toll. Aber trotzdem denkt er kommt richtig gut an. Und deswegen möchte er jetzt auch einen Schritt weiter gehen. And I want to ask you if you would come with us all together. You would like? Promised? Okay. Ich finde das super. Promised sogar, wie cool. Aber wisst ihr was? Ich wette jetzt mit euch was. Ich behaupte nämlich, dass Gwen und Harry sich niemals wiedersehen. Und wenn ich recht habe, dann müsst ihr jetzt kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und wisst ihr was? Ich habe das Video schon geguckt. Deswegen weiß ich, dass ich recht habe. Also abonnierst du jetzt meinen Kanal und wir gucken gleich mal weiter. In merkwürdiger Weise hat Gwen dann am nächsten Tag doch abgesagt. Der Gwen geht's nicht ganz so gut. Sie hat leichte Probleme mit dem Magen. Kann eine Geschichte sein, kann anders sein. Und angebliche Familienprobleme mit der Tante. Die in Manila lebt. Und auch hier muss ich wieder sagen, also klar, man denkt schon wirklich, das ist jetzt eine Geschichte. Trotzdem wäre es ja irgendwie höflicher gewesen, jetzt gerade vor der Kamera zumindest so zu tun, als würde man das glauben, damit die Gwen auch einigermaßen unbeschadet aus der Situation rauskommt. Aber gut, auch Albert, Harrys Freund, ist da nicht besser. Und er erklärt nochmal, dass das eigentlich alles nur an den Filipinas liegt, nicht an Harry natürlich. Mit den Magenschmerzen und so, glaube ich, das ist eine Ausrede. Die Philippiner sind halt sehr impulsiv und da gehen die Pferde mit den Gefühlen durch bei denen. Ah ja, auch eine interessante Äußerung. Bei Harry ist es dann übrigens so, dass der nicht nur unhöflich und ein bisschen komisch ist und ein Alkoholproblem hat. Nein, er ist auch ein bisschen labil. Denn eben wirkt er, wie ich fand, noch einigermaßen zufrieden. Jetzt wird er aber sauer. Ich bin ja der Diplompsychologe sowieso für jeden scheinbar. Weil, ich meine, was da für ihre Geschichten abgingen, das glaube ich nicht mehr. Es ist gar nicht zwei. Spannend. Und weitere 6 Sekunden später ändert sich das Gefühl dann schon wieder. Und dann kommt nach Wut irgendwie Ernüchterung und dann plötzlich Selbstzweifel. Aber er hat ja zum Glück seinen Freund Albert und der lügt ihn gerne an. Hab ich irgendwas gemacht? Nein, nicht. Du bist am wenigsten schuld. Ja. An dem Ganzen. Ja, dann passt's ja. Das hat Diplompsychologe Harry wieder am Werken. Aber es nur so flippig sein, die Filipinos. Ja, ich bin mir auch nach wie vor sicher, es hat überhaupt nicht an Harry gelegen und dass er die Frau die ganze Zeit genötigt hat und so. Nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dieser Tagesausflug, den die dann übrigens machen, der führt die Männer und die Frau ein bisschen ins Inland und dann schauen sie sich dort ein Dorf an und Harry ist geschockt. Nächster Gefühlswechsel könnte man auch sagen. Jetzt ist es nämlich absoluter Weltschmerz. I'm shocked a little. People are poor. Leute sind ja sehr arm. Das ist übrigens immer etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Also einem muss doch klar sein, wenn man in so einer Touristenhochburg ist, dass es nicht überall im Land so schön aussieht, oder? Aber gut, immerhin, das muss man Harry ja lassen, scheint ein bisschen empathisch zu sein, schaut sich das an und es berührt ihn auch. Und dann erfüllt Amore und Apalm ja wenigstens mal einen ganz kleinen Bildungsauftrag. Und trotzdem sind sie happy. Denen ist das wurscht. Ob die jetzt ein iPad haben, und das ist ja alles ein Scheiß, unsere ganze Konsumgesellschaft da. Harrys Gefühlsumschwünge sind aber auch wirklich ein kleines bisschen gruselig, oder? Der ist wirklich labil. Aber naja, immerhin, dieser Anblick führt dann bei ihm nicht nur zu einer Erkenntnis, sondern auch zu einer Entscheidung. Er wird die neue österreichische Mutter Teresa. Natürlich nicht wirklich, aber vorläufig nimmt er sich das vor. Weiß ich wenigstens, für was ich da bin. Reise hat einen Sinn. Bekommen. Harry hat also eine Idee. Ich denke mir, ich gründe ein Hilfsprojekt für Ghana und für Philippinen. Das ziehen wir durch. Irgendwas was Gescheites machen wir. An sich, wie ich finde, eine richtig tolle Idee, von der man dann übrigens in den nächsten Folgen nie wieder was hören wird. Aber das könnte natürlich auch damit zu tun haben, was Albert jetzt sagt. Der hat nämlich, glaube ich, keinen Bock, sein Urlaubsgeld für so einen Quatsch auszugeben. So eine Hilfsorganisation zu starten auf dieser Ebene,
so Privatanlässe, das ist irrsinnig schwierig. Das weiß ich, aber das ist mir wert. An dieser Stelle übrigens mal eine ganz kurze Frage an dich. Und zwar, wofür spendest du dein Geld, wenn du es denn spendest? Bei mir ist es tatsächlich so, mein Geld geht überwiegend in den Tierschutz. Das hat sich halt irgendwie so ein bisschen so ergeben. Und manchmal so ein bisschen in lokale Projekte, also Jugendarbeit, Feuerwehr und so. Aber ich weiß, jeder ist da ein bisschen anders. Würde mich übrigens tatsächlich interessieren, wenn du magst, schreib es mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Dann machen die Jungs übrigens noch irgendwie einen weiteren Ausflug auf ein Boot. Und da kommt dann bei Harry noch ein ganz anderes Gefühl hoch. Das Drama um Beauty ist nämlich in seinem Kopf noch immer nicht vorbei. Also ich bin ja nach wie vor am Nachforschen, ich gebe das nicht auf. Der Schock, nein, ich gebe die Geschichte nicht auf. Eines ist hundertprozentig, dass das ein falsches Profil ist. Ich gebe das nicht auf. Das ist einmal 100%. Nein, aber das kann ja kein Kartenschein. Also ich kriege jeden Tag wieder neue Messages rein. Boah, ja, Harry, ganz ehrlich, du warst doch gerade in Ghana und bist da fast ausgeraubt worden. Ich hoffe übrigens, du hast die erste Folge gesehen, sonst verstehst du hier nämlich vieles nicht. Und irgendwie scheint ihn das aber wirklich nicht loszulassen. Und das fällt dann sogar Alberts Freundin Mercy auf. Und die sagt dann was sehr, sehr Trauriges, aber Wahres. Aber gut. Die Arme musste ja auch schon ein paar Stunden jetzt mit Harry verbringen. Jedes Mal, wenn er mich anschaut, versucht er immer glücklich auszusehen. Natürlich ist er ein Mann, aber er muss akzeptieren, dass er sehr verletzt wurde, dass es ihm wehtut. Aber er will es nicht zeigen. Er versucht es zu verstecken. Ich muss echt sagen, das ist eine tolle und empathische Analyse. Und dann möchte Mercy Harry auch noch einen Tipp geben, damit er in Zukunft, was Frauen angeht, vielleicht mal einen Schritt weiterkommt. Da hat der aber natürlich gar keinen Bock drauf. Talk first slowly. I don't need a tip. Oh, das ging in die Hose. Harry will sich nicht helfen lassen und verlässt den Tisch. Hä? Warum ist denn der jetzt schon wieder so pissig? Und dann auch noch der Freundin von seinem besten Freund gegenüber. Das ist schon wieder mega unhöflich. Albert versucht dann selber übrigens auch noch ein bisschen zu schlichten. Aber auch darauf hat Harry gar keinen Bock. Männerumarmung, das ist ihm einfach zu homo. Dann rammt da, komm mal her da. Ja, jetzt komm jetzt her. Nein, mach nicht, du bist angriffen. Nein, jetzt wartet einmal. Wisst ihr was? Ich muss echt sagen, ich liebe ja Traumfrau gesucht, aber Amore unter Palmen ist wirklich noch ein bisschen krasser und an vielen Stellen einfach ein bisschen echter. So kommt es mir zumindest vor. Aber na gut, Harry hat sich dann am Ende übrigens irgendwann wieder ein bisschen beruhigt und trifft mal wieder eine große Lebensentscheidung. Ich fühle mich auch sehr wohl, weil ich vor allem mich mehr kennengelernt habe da, auf dieser Reise. Und das hat sich absolut 1000%ig ausgezahlt. Ja, und dieses mehr sich selbst kennen bedeutet in seinem Falle, dass er wieder den ganzen Tag nur an Beauty und die Verbrecher in Ghana denkt. Aber immerhin ein kleines bisschen hat er dann doch dazugelernt. Denn Beauty schickt ihm fleißig wieder Bilder, aber die kommen ihm jetzt komisch vor. Ziemlich schräg. Allein E-Mail, was heute gekommen ist, ziemlich schräg mit einem sehr guten, gefakten Foto. Das soll die Beauty sein. Ja, wirklich sehr, sehr gut gefakt. Ich bin mir sicher, da haben zwei Dreijährige sich die Nacht in Paint wirklich um die Ohren geschlagen. Wir sehen das Bild auch gleich nochmal. Aber wie gesagt, zum Glück hat Harry tatsächlich ein bisschen was dazugelernt. Ist in seinem Fall jetzt aber natürlich auch nicht so schwer. Gesicht passt dann halbwegs, aber das sieht mir eindeutig. Das ist absolute Fake-Partie. Was bei Harry dann aber, glaube ich, ein bisschen zur Einsicht geführt hat, ist, dass er auch immer noch andere Nachrichten aus Ghana bekommt. Unter anderem von den Leuten, bei denen er ja mal im Hotel gewohnt hat und die ihn irgendwie sympathisch fanden, was ich auch nie so ganz verstanden habe. Und die sind weiter auf der Spur der Verbrecherbande. Und ich habe ja dann auch noch eine Nachricht gekriegt von der Reggie, von unserer Freundin, dass sie die ganzen Namen kontrolliert hat und die gibt's alle nicht. Deswegen hat Harry jetzt auch die Entscheidung getroffen, wenn Beauty anruft, also die gibt's natürlich gar nicht, aber wenn einer dieser Verbrecher anruft, dann geht er jetzt nicht mehr ran. Was er wohl bisher immer noch getan hat. Mit 3 verschiedenen Nummern mittlerweile. Ich heb nicht ab, weil es kostet mir nur Geld. Tja, aber trotzdem hatte man ja vorhin und auch jetzt immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass mit Beauty, das geht ihm nicht aus dem Herzen. Aber auch hier haben Alkohol und Zigaretten am Ende dann doch wieder geholfen. Die westafrikanische Verbrecherbande will Harry nicht vom Haken lassen. Doch der
hat mit Beauty abgeschlossen. Ja, aber diese Trennung, die macht jetzt wieder melancholisch und wir wissen ja schon, Gefühle können bei Harry sehr schnell wechseln. Und deswegen entscheidet er sich auch, das einzig Vernünftige in so einer Situation zu machen. Er lädt jetzt nämlich das Personal von der Bar, in der er die ganze Zeit getrunken hat, zu einer Lokalrunde ein. Ich weiß jetzt nicht, wie ihm das helfen soll, aber ist ja lieb gemeint. I want to invite your team, you and your friend, who is working here. If you like, you can drink coffee or you can drink other thing, what you like. What you like, only just for saying then goodbye and we are away. Okay? You understand not wrong. Okay? Promised? Nein, natürlich kann sie das nicht wrong verstehen. Auch wenn Harry danach irgendwie den ganzen Abend nur an dieser gut aussehenden jungen Dame festklebt, die ihn aber auch gut zu finden scheint. Aber okay. Er bringt halt auch Umsatz und gratis Getränke, wahrscheinlich liegt es auch. Ich mag seinen Style. Der ist Reggae. Ich mag Bob Marley. Mein Herzschmerz ist fast vorbei. Ja gut, also wenn sie Bob Marley mag, dann muss ich sagen, Harry ist ja quasi Bob Marley. Also wenn der 40 Jahre länger gelebt hätte, schwerer Alkoholiker gewesen wäre. Dementsprechend läuft zwischen den beiden auch einfach super. Stundenlang bleiben Harry und Albert in dem Irish Pub. Und reden und trinken mit Rissa. Und es geht voran mit dem Kennenlernen. Irgendwann war ich dann allerdings wirklich versucht zu glauben, dass die Rissa Harry vielleicht doch echt ein bisschen mag. Ich meine, ist natürlich auch ihr gutes Recht. Und es gibt ja wirklich Leute, die haben so eine richtige Geschmackskrankheit. Ich denke, er ist ein ehrlicher Mann. Ehrlich zu einem Mädchen wie mir. Und er ist ein guter Typ. Ja, er ist auf jeden Fall ehrlich scheiße, ehrlich unangenehm und ehrlich ziemlich aggressiv. Aber er ist jetzt auf jeden Fall trotzdem wieder guter Dinge. Aber ist auch kein Wunder, denn er hat ja auch wieder solide 3 Promille. Und das ist eigentlich die ganze Nacht, das ist eigentlich, sagen wir jetzt 5-6 Stunden da, glaube ich. Total weitergegangen. Passt schon. Schauen wir mal. Irgendwann ist dann aber natürlich trotzdem der Moment gekommen, wo sich langsam die Wege der beiden trennen. Aber Harry, wenn du jetzt möchtest, dass das in eine bestimmte Richtung geht, dann musst du dich jetzt noch ein bisschen anstrengen, okay? We have then to say for this evening goodbye. And I was very happy to meet you. Yeah, me too. Really? And I was very happy to be here. Everybody here is very nice and kind. Okay, kein schlechter Anfang, aber Harry, nochmal. Du musst Frauen dann manchmal natürlich auch zu verstehen geben, in welche Richtung es jetzt deiner Meinung nach laufen soll, damit du ihnen die Möglichkeit gibst, ehrlich darauf zu antworten. Das macht er allerdings nur so halb. And I hope it's a good friendship. Okay? It's for you, okay? Oh ja, Friendship also. Oh Gott, Harry, warum hast du das bloß gesagt? Am Ende klappt es dann aber tatsächlich und die beiden tauschen tatsächlich Nummern aus. Aber ich sag dir gleich mal, womit das wahrscheinlich auch zu tun hat. Also wird nicht nur die Rechnung geschrieben, Harry tauscht auch die Telefonnummer mit der 31-Jährigen aus. Ganz ohne Hintergedanken natürlich. Wir sind nicht hübsch und lieb. Ja, ihr habt viel Spaß gehabt, weil du alle Rechnungen bezahlt hast und weil sie wusste, dass du am nächsten Tag nämlich abreist. Und das tut Harry dann tatsächlich. Für mich erstaunlicherweise hat er mit der Dame dann aber wirklich nochmal geschrieben. Und vielleicht ist das ja bald seine nächste große Liebe. Aber Harry hält weiterhin Kontakt. Und vielleicht, wenn Albert seine Mercy wieder mal besucht, steigt auch er in den Flieger zu Rissa. Tja, und wenn du das genauso dringend herausfinden möchtest wie ich, würde ich mich jetzt noch sehr über ein Abo freuen. Und natürlich ist ein Daumen nach oben auch immer sehr, sehr cool. Und ja, wenn du sonst gar nicht genug von mir bekommen kannst, kannst du sehr, sehr gerne bei meinem Merch-Shop vorbeischauen. Da gibt es unter anderem natürlich Pullover, es gibt Zipper, es gibt Kappen, es gibt Kissenbezüge und noch eine ganze, ganze Menge mehr. Becher zum Beispiel. Packe ich dir ganz oben in die Videobeschreibung und streng genommen musst du da jetzt sowieso wieder draufklicken. Denn sonst gibt es nie wieder eine Folge Harry. Schnüff.